Superstar LeBron James ist bei seiner 9. Finalteilnahme in der NBA zum 6. Mal leer ausgegangen. Ob es für den 33-Jährigen bei seinem Heimatverein Cleveland Cavaliers weitergeht, ist offen, die Zeichen stehen eher auf Abschied. LeBron James konnte kein Licht ins Dunkel bringen. Auf die brennende Frage, ob das entscheidende vierte Finale sein letztes NBA-Spiel im Trikot der Cleveland Cavaliers war, hatte der Superstar keine Antwort. Ich weiß es im Moment nicht, erklärte James nach dem schweren K.O. gegen die Golden State Warriors, seine Zukunft ist offen. Bleiben oder gehen? James muss mit 33 Jahren entscheiden, ob er seinen Heimatverein ein zweites Mal verlässt. Vor 8 Jahren war der Ausnahmespieler unter großem Brimborium zu Miami Heat gegangen und hatte dort zweimal den Titel geholt. Nach der Rückkehr zu den Cavs triumphierte er 2016 erneut, doch die abgelaufene Saison macht James nachdenklich. LeBron als Alleinunterhalter in Cleveland, die Demontage im vierten Finalspiel, 85:108, Schluss und Tiefpunkt beim 0:4 gegen den alten und neuen Meister aus Oakland, hat Spuren hinterlassen. James war häufig auf sich allein gestellt und hielt sein Team einigermaßen im Rennen, und das schwer angeschlagen. Eine Chance hatte Cleveland letztlich dennoch nicht. Bei der abschließenden Pressekonferenz trug James an der rechten Hand eine Schiene, das Mikro hielt der Basketballriese mit links. Ich habe in den letzten 3 Partien mit gebrochener Hand gespielt. Meine Emotionen sind mit mir durchgegangen, sagte der Routinier und erklärte, dass er sich bei einem Wutausbruch nach der unnötigen Pleite im ersten Duell bei den Warriors 114:124 bei einem Schlag gegen eine Schreibtafel verletzt hatte. Meine Familie ist immer ein großer Faktor, James ließ sich nichts anmerken. Als der dreimalige Champion gut 4 Minuten vor dem Ende des letzten Saisonspiels auf der Bank Platz nahm, hallten MVP-Sprechchöre durch die Quicken Loans Arena. Die Fans feierten ihren Helden, der sich mit seiner linken Hand von Mit- und Gegenspielern verabschiedete. Abgesehen von den Eingeweihten im Club ahnte da noch niemand, warum er das tat. James hat jetzt Zeit, gesund zu werden. Und Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Es geht ihm dabei aber nicht nur um sportliche Perspektiven, das wird man in Cleveland gern hören. Ich habe immer meine Familie mit einbezogen, sagte James, man muss besonders bedenken, wie alt meine Jungs jetzt sind. Meine Familie ist immer ein großer Faktor, egal, was ich in meiner Karriere entscheide. Noch sei alles offen, ich habe keine Antwort. Der Vater von LeBron Jr. 13, Bryce 10 und der kleinen Zuri, 3er, hat noch einen Vertrag bei den Cavaliers, kann aber bis zum 29. Juni per Option aussteigen. Laut US-Medien hat es noch keine Gespräche dazu gegeben. LeBron hungrig darauf, weitere Meisterschaften zu gewinnen. Vor 4 Jahren war King James zu den Cavs zurückgekehrt, da er noch etwas zu erledigen hatte. Damit meinte er den ersten Meistertitel für den Club, dieser Job ist gemacht. Ich habe noch so viel zu geben, sagte der Superstar zu seinen Zielen, er sei hungrig darauf, weitere Meisterschaften zu gewinnen. Die Philadelphia 76ers werden als möglicher neuer Arbeitgeber gehandelt, auch von den Los Angeles Lakers war schon die Rede. Profis von anderen Clubs haben bereits begonnen, um den Erfolgsgaranten zu werben.
Jetzt ist James am Zug.